Hallo und herzlich willkommen Mitreisende durch das Universum zu diesem kleinen Planungsvideo zu meinem Commander Keen 4 Hard Pacifist Run, und zwar Complete Pacifist. Das heißt, es wird kein einziger Gegner ausgeschaltet, weil, tja, ich habe leider in einem Stream herausgefunden, dass das möglich ist, und ja, seitdem habe ich jetzt vor, immer mal wieder zu streamen, wie ich das halt übe, einfach weil das ja eine nette kleine Sache ist für immer mal wieder. Ich habe auch den einen ja hochgeladen, aber er kam jetzt nicht so gut an. Ich glaube, der hat jetzt schon irgendwie 2 oder sogar 3 Daumen nach unten, und ja, es wird schon gesagt, dass das jetzt nicht so interessant ist, und ja, ich nehme an, das ist so. Also ich gehe mal davon aus, die Geschmäcker sind halt einfach unterschiedlich. Ist aber schon sehr deutlich, dass jetzt die Lust darauf nicht besonders groß ist. Das Interesse ist nicht wirklich vorhanden. Von daher war das jetzt der einzige Practicing Run, den ich hochladen werde. Also ich werde wahrscheinlich die Tage, vielleicht auch heute, nochmal streamen. Und wahrscheinlich dann auch wieder Practicing, sobald ich wieder einigermaßen fit bin. Irgendwie bin ich gerade nicht besonders fit, von daher werde ich, wenn überhaupt, später streamen, mal gucken. Auf jeden Fall werden wir den Run so ein bisschen durchgehen, und ich wollte einfach auch diese Info geben, nicht dass die Leute sich wundern, dass der Stream von dem Twitch-Kanal nicht hochgeladen wird, spare ich mir einfach. Also wenn mir die Leute so klar zu verstehen geben, das ist nichts, was denen gefällt, dann kommt das halt auch nicht. Es war einfach nur so eine Idee, dass ich das dann immer wieder so als fortlaufende Reihe mache. Aber gut. Wir gehen jetzt einfach mal grob durch, wie das dann im Run vonstatten gehen wird. Also was ich versuche zu accomplishen, an welchen Stellen ich sehr wahrscheinlich speichern werde. Einfach weil es bedauerlicherweise notwendig sein wird. Und ja, dazu beginnen wir einfach mal hier am bekannten Ort. Man sieht auch schon, der No-Clipping-Cheat funktioniert. Ganz klar fängt man mit dem Level an, wo ich dann halt darauf verzichte, das Secret mitzunehmen. Ich meine, Secret würde tendenziell Sinn ergeben, wenn ich komplett ohne Speichern spielen würde. Allerdings möchte ich ja so viel üben, dass ich nicht speichern muss, aber gut, sei es drum. Dann, normalerweise sind wir immer hier runtergegangen, aber das war ja nie wirklich vorher ein Run gewesen, von daher gehen wir direkt da hoch, machen das Level. Hier ist es halt so ein bisschen sehr, sehr zufällig von den Pattern her. Je nachdem, wie die Slugs sich hier bewegen, ist es einer der wirklich schlimmsten Level eigentlich am Anfang. Von da würden wir dann praktisch hier hochgehen zu Kristallos. Da gibt es ja oben die eine Stelle mit dem Shortcut, wo die vielen Skypests herumlungern. Da bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich nicht den Alternativweg nehme. Weil das mit Skypest ist tatsächlich schon ein sehr, sehr großes Problem für diesen Run. Aber gut, da man bis hierhin, keine Ahnung, eine Minute oder vielleicht 2 braucht, weiß ich nicht, ob sich das großartig lohnt, eine Alternativroute zu nehmen. Da gibt es natürlich ja auch Gegner. Und die sind dann wiederum auch ein Problem. Also da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ob ich das nicht ändern möchte. Dann wird es halt hier rüber gehen in Cave of Descendants. Da sind halt auch wieder die Skypests so ein bisschen das Problem beim Hoch- und Runterlaufen. Den Endteil mit den Mad Mushroom muss ich halt irgendwie üben. Da komme ich nicht dran vorbei, den üben zu müssen. Einfach damit ich nicht allzu oft speichern muss. Also hier vor der Stelle mit dem Skypest muss ich sehr wahrscheinlich speichern. Da komme ich jetzt nicht dran vorbei, das tun zu müssen. Aber gut. Von dort geht es dann ganz normal hier nach oben. Und je nachdem, was mir zuerst aufpoppt, gehe ich erst in Miragia oder halt erst in Lifewater Oasis.
Bei Miragia, also den Anfang muss ich generell irgendwie noch ein bisschen üben, weil der sitzt noch nicht so gut. Später der Teil, also kurz am Ende, von da weiß ich noch nicht, wie ich das machen möchte. Weil bisher kam ich da immer sehr gut durch, aber das war wahrscheinlich einfach nur Zufall. Live Water Oasis, da habe ich einfach nur das Problem, dass mein Keen-Spiel an einer Stelle laggt. Und da weiß ich nicht, ob ich nicht irgendwie gucken sollte, eine andere Version zu bekommen. Ich weiß aber auch nicht, ob es nicht vielleicht sogar an der DOS-Box selbst liegt, dass es laggt. Also das muss ich generell mal testen. Aber ja, ist halt ein kleines Problem, was ich halt bedenken muss. Dann geht es natürlich hier unten weiter. Dann gibt es hier dieses wunderbare Level. Das hat sehr, sehr viele schwierige Stellen. Und da werde ich wahrscheinlich ein zweites Mal speichern müssen. Einfach weil es eben schwierig ist. Es gibt da an einer Stelle, wo ich einen Pixel Perfect Jump voraussichtlich machen muss. Außer die Pattern ist mir sehr gewogen. Dann gibt es halt noch so eine Stelle, wo ich halt einfach super, naja, darauf angewiesen bin, dass die Gegner mitspielen. Das ist auch, aber bis auf den Pixel Perfect Jump und den Punkt danach mit den Darts, würde ich sagen, ist das tatsächlich noch einer der eher leichteren Level, aber die beiden Sachen macht es halt ein bisschen kompliziert für den Run. Dann haben wir dann natürlich Pyramid of Shadows, wo ich gleich mindestens 3 Pixel Perfect Jumps machen muss und ein bisschen Glück haben muss mit der Pattern, besonders der eine Teil am Ende von dem ersten Raum, also praktisch wenn man reingeht. Das Ende hat es in Sicht von diesem Raum, da muss ich gleich zweimal den performen und dann noch ein drittes Mal in den darauffolgenden Raum, und das sehr wahrscheinlich muss ich hier und hier speichern, weil anders werde ich es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Was traurig ist, aber naja, kann man nicht machen. Kann man nichts machen. Dann gibt es hier natürlich Perilous Pit, kennt man. Hier ist die einzige Problematik der Lick. Der Lick, der ganz am Anfang ist. Da muss ich mir noch was ausdenken. Es gibt schon eine Idee. Das Problem ist, es beinhaltet leider ein bisschen arg großartig das Glück. Von daher, es kann sein, dass es vollkommen in die Hose geht. Aber ja, trickst mir einfach mal das Spiel aus, weil wenn ich hier lang gehe, passiert das. So, Isle of Tar brauchen wir natürlich nicht. Dann gibt es die Isle of Fire. Und das ist sowieso einer der schwersten Level überhaupt. Und da ist aber eigentlich hauptsächlich der eine Bergleut am Anfang das Problem. Also nicht der erste, den man praktisch überspringt, sondern der zweite ganz unten. Ich habe keine Ahnung, was bis heute, was sie sich dabei gedacht haben, aber gut. Muss ich halt irgendwie dran vorbei. Von daher, hier kann es sein, dass ich vor dem Level generell speichere oder vor dem Bergleut. Weil es kann halt sein, dass ich das immer und immer wieder wiederholen muss. Also ihr seht schon, es gibt 3-4 Punkte in diesem Run, wo ich darüber nachdenke zu speichern. Oder sehr wahrscheinlich speichern muss. Dann gibt es natürlich Well of Wishes, das muss ich halt auch ein bisschen üben, weil besonders an ein, zwei Stellen gibt es halt Probleme mit den Dopefish. Da muss man halt irgendwie ein bisschen geübter sein dafür. Aber so insgesamt ist das der ganze Run. Also ich peile tatsächlich an, das in etwa einer halben Stunde zu schaffen. Geschafft habe ich es ja schon in 42 Minuten mit sehr, sehr viel Speichern und ungeübt. Von daher vielleicht sind 30 Minuten ja sogar gar nicht so unrealistisch. Auf jeden Fall, das ist das Planungsvideo für die Zukunft. Das heißt, wenn jemand danach fragt, hey, wie soll der Run so ablaufen, kann ich immer auf dieses Video hier verweisen. Und falls sich jemand fragt, warum die
ja, Practice-Streams nicht hier hochgeladen werden, dann kann ich das dementsprechend auch einfach, ja, verlinken. Dann sind alle Informationen da und ja, schlussendlich ist das einfach alles an dieser Stelle und mal gucken, wie es nachher oder halt eben die Tage läuft. Ich habe noch keine Ahnung. Wir werden es erfahren. Auf jeden Fall in diesem Sinne, wie immer, grüßt mir die Sonne und macht's gut.